So, das Video zeigt, wie man, das ist ein Sequencer, die Glock vom Sequencer auf einen Kanal von diesem Audioaufnahmegerät aufzeichnet, während der Wiedergabe gleichzeitig von diesem Synthesizer da hinten den Sound auf dem zweiten Kanal aufzeichnet. Passt, dann drücken wir mal Stopp, dann einen Schalter umdrehen, der da ist. Wir gehen vom Record-Modus auf den Play-Modus. Passt. Okay. Und jetzt wollen wir mit dem Audioaufnahmegerät den Ausgang auf dem Eingang vom Sequencer einstecken. Play drücken. Also hier auf Play drücken. Dann springt er auf Play und rennt auf der Clock-Rate von dem Audiogerät. Das haben wir vorher auf einem Kanal aufgenommen haben. Gleichzeitig tut das Audioaufnahmegerät das Audio wiedergeben und gibt es in das Mischpult da hinten rein. Aber der Synthesizer tut er jetzt, indem er geklockt wird und der Sequencer erzeugt Sounds, eine weitere Audiospur. Das heißt, wir haben jetzt zwei Audiospuren da drauf. Das heißt, wir hören die Originale da aufgezeichnet und die neue vom Synthesizer. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Okay, Schritt 1, wir nehmen auf. Ich gehe auf den Record-Modus. Jetzt bin ich gerade auf dem Play-Modus. Sieht man diesen Symbol da. Hinten ist der Record. Das heißt, ich muss so auf Record gehen. Passt. Bei dem Sequencer muss ich jetzt einstellen, dass er Master ist. Und drücke mal auf Stopp. So, und jetzt starte ich die Aufzeichnung. So ist das normale aus, weil du es ja auch machst. Drücke auf Record. Schau, alles eingepegelt. Passt alles. So, und jetzt drücke ich da auf Play. Und schauen wir mal auf die Pegel. Der rechte Pegel ist der Click-Sound. Ah, umgekehrt. Der linke Pegel ist der Click-Sound, der rechte ist der Synthesizer-Sound, der mir jetzt gerade gehört ist. Okay. Nehmen wir mal Zettel auf. Fertig bin, drücke da einfach auf Stopp. Da tut sich nichts mehr, man kann durch da mal Stopp drücken, klar, läuft ja nichts mehr. Fertig. Gut, und jetzt will ich das wiedergeben. Na gut, jetzt gehe ich halt wieder von Record Mode auf den Play Mode. Ah, das muss ich da im Master ausschalten, sonst lässt sich ja nicht synchronisieren. So, jetzt aber auf Play Mode. Okay, damit sich da ein bisschen unterscheidet, schalte ich da jetzt Oktavfächer beim Synthesizer oder zwei und drückt man da mal auf Play bei diesem Teil. Jetzt sollte das demnächst loslaufen. Synchron. Tja. Das hat aufgehört. Das hat zwar kein Stoppsignal gekriegt, aber es hat keine Glock mehr. Und das heißt, es hat gestoppt. Wunderbar. Das Exempel, es funktioniert. Okay, wie schaut das Ganze aus? Wie funktioniert das? Okay, folgendes. Ich habe da eine kleine Platine, die ist mit diesem Mikrocontroller verbunden und dann gibt es noch ein paar Kabeln von da nach da nach da und von da nach da. Alles andere weg. Uninteressant. Uninteressant. Das ist interessant. Das ist interessant. Und das ist interessant. Na gut. Schauen wir uns das mal an. Das Ganze. Das Teil da ist ein Schmidt-Trigger. Okay, da kommt das Audiosignal rein, das was irgendwie ist, und wird in ein Rechtecksignal umgewandelt und geht dann auf den Mikrocontroller rein, auf den digitalen Input.
digitaler Eingang einfach, also kein analoger, und ist auf Push-Down-Betrieb, weil das ja Inventieren des Teiles ist. Na gut. Und ja, und der Audio ist ja von da. Geht in den Schmidträger rein, der Schmidträger da rein. Passt. Und dann habe ich da nur eigentlich nur eine Entkopplung, Kondensator und so und ein bisschen Impedanzangleichung. Ne? Genau. Und der Eingang selber zum Aufnehmen von diesem Klick-Sound-Zeugs, was da entsteht. Ja, da kommt natürlich auch von so einem digitalen Pin raus, den ich auf Digital Output eingestellt habe und fließt da rein. Und wird nur noch mal entkoppelt, angepasst und Pegel und wird da reingeführt. Fertig. Ja, genau. Das war's eigentlich schon. Genau, ja, wenn das da rauskommt und da reingeht und da signalisiert, genau, da machen wir jetzt eine Glock draus, machen wir eine Glock draus, dann schickt man praktisch da auf dem Audioausgang, leuchtet dann der rote LED und das ist dann verbunden mit dem Sequencer-Eingang. Und der Sequencer-Ausgang, der Notenausgang geht da zum Synthesizer. Und das ist der Clock-Ausgang zum Aufzeichnen vom Sequencer. Genau, das ist MIDI-Box, ja, Consumer, irgendwas, Synthesizer. So, genau, und Consumer-Aufnahmegerät. Und ein Haufen Blödzeugs und das ist das Programm. So, das ist sehr übersichtlich, das ist aufgeräumt. Das ist gerade mal. So, gerade mal ein paar Zeilen. Ist ein Trichbild. Genau. Das heißt, es funktioniert. Ich bin so gut. Und das ist so schön, das machen wir es gerne nur. Probieren wir es mal aus, ob es eh noch immer funktioniert. Ne? Ich gehe auf den Master. Und gehe da auf Record Mode. Record Mode. Und drücke mal da auf Record. Und jetzt drücke ich da auf Play. Der zeichnet das jetzt auf. Hey, Scheiße. Hat nicht funktioniert. Record. Record, ja. Play. Spielen wir sie ein bisschen. Gehen wieder auf den Play Mode, bam. Gehen da vom Master weg, wieder Slave. Und gehen da wieder Oktav tiefer. Und dann vielleicht noch einen zweiten Oszillator dazu oder was. Und drücken auf. Ja, auf Play. Play. Okay. Wunderbar. Okay, und da haben wir eine hängende Noten. Weil da nichts mehr ist.